Ja, damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf dem Kanal. Wir schauen mal wieder beim Diesel Railcar Simulator vorbei. Und ich dachte, wir fahren so einen kleinen Regio-Service. Ich starte in Little Green nach St. Paddington Cross. Und ich würde sagen, wir gehen mal rein und machen dann unser Fahrzeug gerade schon mal bereit. Und bin mal gespannt, wie die Fahrt wird. Denn es gibt ja random Verspätungen oder Fehler von der KI. Alles Mögliche kann hier passieren. So, wir machen das soweit bereit. Wir machen den Motor links erstmal an. Sehr gut. Motor rechts. Einmal nach vorne und die Handbremse gelöst. Und dann wären wir eigentlich auch schon abfahrbereit. Ja, wir fahren die Class 122, auch genannt Bubble Car. Bis 1995 noch regulär im Einsatz gewesen. Und gibt noch sehr viele von denen als Museumsfahrzeug, beziehungsweise Sonderfahrzeuge sind noch unterwegs. Also sind noch nicht komplett verschwunden. Besonderheit von der Class, die ist komplett mechanisch. Nichts mit elektrischen Motoren. Entsprechend muss man hier auch Gang schalten, wie beim Auto. Und das sollte man auch schon mal machen. Wir gehen mal den ersten Gang. Und gleich tun wir gerade bestätigen, Bremsen lösen. Und dann geht's schon los. Ja, wer den Diesel Railcar Simulator noch nicht kennt, das ist ein sehr authentischer Simulator, der von einem Entwickler alleine entwickelt wird und der legt sehr viel Wert auf die Physiksimulation. So, schalten wir mal hoch. Da haben wir gerade gehört, wie der Gang gewechselt hat. Klingt irgendwie so cool. Und das Schöne an dem Simulator ist vor allem die Simulation der Drehgestelle. Das sieht einfach so sexy aus, nachdem da die einzelnen Komponenten wirklich simuliert sind. Ah, dieses Geräusch. So cool. Ist natürlich nicht so hübsch wie Train Sim World 2 oder TS Classic. Hat einfach sein eigenes Farbschema. Aber macht Spaß. Er ist jetzt sehr aktiv dabei, an neuen Assets und Tools für den Editor zu kreieren, damit man hier schönere Karten gestalten kann. Und es soll jetzt demnächst kommen. Aber ich dachte, wir schauen trotzdem hier mal vorbei. Und fahren einfach eine schöne Runde. Einfach so realistisch. Du kannst den DMU, also den Triebwagen, in keinen anderen Simulator fahren. Das ist auch gar nicht so schwer. Also wenn man es mal drin hat, dann geht's. Bremsen ist vor allem schwierig, ganz am Anfang, weil man das nicht so gewohnt ist. Gibt auch hier wieder eine Cinematic Cam. Die wunderbare Aufnahme hier von der Seite immer wieder macht. Ja, macht schon Spaß. Wir müssen aufpassen bei dem, wenn hier innen drin das ABS abgeht, dann hört man das draußen nicht. Das ist halt realistisch. Also ich bin vor der Aufnahme auf der gleichen Strecke in einen anderen Service gefahren. Und da habe ich den Fahrplan nicht einhalten können. Da habe ich tatsächlich mal 10 Minuten am Signal stehen müssen. Wegen der Verspätung von einem anderen Zug. Das ist halt ein echt cooler Faktor, dass hier alles Mögliche passieren kann. Also, dass es nicht wie geplant abläuft. So, unser nächster Halt kommt jetzt gleich. Wir müssen mal ein bisschen einbremsen. Besonderheit bei den alten Triebwagen ist, man muss den Gang runterschalten, so wie man bremst. Und darf, beziehungsweise soll nicht im hohen Gang bleiben. Unterstützt natürlich ja das Bremsen. So. Können wir ein bisschen leicht lösen. Ja, das ist doch gut. Und sind sogar halbe Minute zu früh. Alles klar, so wie wir stehen, gehen wir wieder in Neutral. Bleiben nicht im Gang. Besser für den Motor hier.
Ah, da gehen sogar die Türen auf. Wir könnten eigentlich mit der Kamera hier mal so durchzoomen. Schauen wir rein. Leider hat es noch keine Leute hier drin. Aber kommt vielleicht noch, wer weiß. Also teilweise sind die Sounds wirklich vom Original. Es kann gut sein, dass das jetzt auch ein Original sein ist. Ich kann es nicht wirklich sagen, nachdem ich das Original nicht kenne. Aber angenehmer Sound. Wenn man das jetzt noch mit der Physik von Train Sim World 2 kombinieren würde, also wenn dann hier die Sachen auch noch mitwackeln, das wäre natürlich perfekt. Dann noch fotorealistisch ausschauen. So. Tizou. Gleich geht's weiter. Licht und so weiter kann man nicht einschalten. Die sind automatisch. Die Zielanzeige kann man nicht machen. Das ist alles schon vordefiniert. So. Schaut mal wieder den ersten. Und Bremsen lösen. Und ab geht die Post. Also falls jemand die DMUs hier so gar nicht kennt, mal hier den... Da muss ich schon wieder was blören. Das ist nicht schön. Also, was ich sagen wollte ist, wenn man die DMUs noch nicht kennt, man hat hier diesen, die Drehzahlanzeige. Und in dem gelben Bereich fährt man primär. Wenn der Drehzahl hier bei dem Up-Bereich ist, runter vom Gas, dass du hier unter Down bist, schaltest, gibst wieder Gas. Das gleiche auch umgekehrt, wenn man hier langsamer wird und man ist hier bei Down, einen Gang nach unten schalten, also zuerst Gas weg, Gang nach unten schalten und dann wieder Gas geben. Also ihr könnt es nicht einfach den Gang schalten, während ihr im Gas drin seid. Also ich werde es mal ganz kurz demonstrieren, was passiert, wenn ich einfach mal so den Gang schalte. Oh, das hat er tatsächlich jetzt zugelassen. Eigentlich sollte er da jetzt rausspringen. Okay, dann mache ich mal ganz bewusst was falsch. Das ist sehr interessant. Und ist bei der Class anders, aber eigentlich sollst du vom Gas runter. Okay. Bin gerade sehr überrascht, dass es funktioniert. Also ich mach's trotzdem richtig. Gas runter, Gang schalten. Wo kommt da gerade wieder 40? Ja, vom Gas runter. So, und wieder rollen lassen. Gerade nach der Kurve können wir schon wieder Gas geben, wobei relativ, da kommt schon Barlton Norton. Unser nächster Halt. Wir müssen sie ein bisschen sputen hier. 30 Sekunden soll man da sein. Ich will pünktlich sein. Schweizer Pünktlichkeit hier in England. Also ich glaube zumindest, dass es hier in England ist. Okay, wir dürfen reinfahren. Ja, bitte ein bisschen flott dran. Ah, das war jetzt ein bisschen zu viel gebremst. Fahren wir noch mal ein bisschen nach vorne. Okay. Beides geht noch pünktlich. Fair enough. Wie schauen wir denn mit den Hintern aus? Ah, ist okay. Ups, das wollte ich jetzt gar nicht. Bitte wieder nach vorne. Wir gehen wieder in neutral.
Warum ist jetzt... Hm. Ich dachte gerade, da kommt jetzt ein anderer Service, weil der Motor jetzt so nach oben gegangen ist. Abfahrt! Maximum Schmack ist. Geht schon. Nächster Halt. Abbots Groove. Ich hoffe, das ist korrekt, wie ich das ausspreche. Halt. Oh, falsch geschalten. Entschuldigung. Jetzt geht's. Wir sollten hier eigentlich auch noch... Ja, genau. Das ist die Passagieransicht. Das Witzige ist, ich kann da immer noch mit den Sachen interagieren. Und sehe auch, was hier passiert. Also jetzt Beispiel, wenn ich jetzt hier schalte. Muss mal aufpassen. Ich denke, jetzt ist es soweit. Das ist so cool. Und keiner will mitfahren. Warum nur? Verstehe ich nicht. Fahr doch immer super. Als ob ich Unfälle baue oder so. Nö, nö, nö. So, gehen wir uns mal ein bisschen die Drehgestelle. Was einfach so schön sexy ist. Ja, ein bisschen nach hinten. Ah, weiter nach hinten geht gar nicht. Ja, dann halt nach vorne. So cool. Aber wir müssen bremsen. Na, kriegen wir jetzt ein ABS? Jo. Das heißt, wir müssen demnächst anhalten. Da ist auch das entsprechende Vorsignal schon. Bremsen wir mal ein bisschen. Schalten wir eins nach unten. Ah, da sehe ich schon einen Service. Vermutlich müssen wir genau auf den hier warten. Jetzt nach unten. Also es kann gut passieren, dass du 10 bis 15 Minuten hier warten musst, per Random über die AI. Je nachdem, was passiert. Aber das Spiel hat mitgedacht. Wenn du natürlich keine Echtzeit 15 Minuten warten willst, gibt es eine Vorlauffunktion. Also, was heißt Vorlauf? Vorspulfunktion. Dass du nicht so lange in echt warten musst. So, da. Und was sagt der Stellberg? Halt, das wollte ich jetzt gar nicht. Jetzt habe ich das verstellt. Warten darauf, dass SF417 fast Southbound das Gleis frei macht. Okay. Und 12:55 wäre unser nächster Halt. Schauen wir, ob man das kriegen. Währenddessen gehen wir mal in die freie Kamera. Sogar in der freien Kamera sieht das hier super aus. Also, das ist die Hauptstrecke. Viergleisig. Und wenn ich mir das so ansehe, rein vom Signal her, dann kommt auf dem Gleis einer. Okay. Ich würde sagen, geh mal ins Stellwerk. Sieht es dann noch was aus, wenn wir das hier machen? Nee, gehen wir mal hier raus. Hier so rauf. Kann, dass der vorbeikommt. Ich werde das mal mit PageUp beschleunigen. Das war bei 5-fach. Wisst ihr was, ich werde mal ganz kurz die Deckkraft nach oben machen, damit ihr das da unten ein bisschen besser seht, was ich da mache.
steht es dann auch da. Zweifach, dreifach, vierfach, fünffach, sechsfach und so weiter. Oh, da ist er ja. Ist aber nicht der, auf den wir warten. Wow, das ist aber eine lange Kombi da. Okay. Nach wie vor grün. Das könnte jetzt tatsächlich so ein Service sein, dass wir eine Verspätung kriegen. Jetzt haben wir dann nur noch 5 Minuten und ich weiß nicht, wie weit bis zum nächsten Halt ist. Er wird schon nicht mehr angezeigt da unten. Schauen wir mal, gehen wir vielleicht hier hin. Wir haben nach wie vor Halt. Und gehen wir nach oben. Ja, also ich glaube, wir kommen hier nicht pünktlich an. So. Da ist er. Moin, Kollege. Du bist zu spät. Haut mir den ganzen Fahrplan. Okay. Dann machen wir nochmal Fast Forward hier. Doch, komm. Lass mich mal rausfahren. Ja, wie im Leben. Kommt da jetzt noch einer oder was macht das Signal? Nee. Oh, moinsen. Ah, das muss damals so ein Dieselgebiet gewesen sein mit den ganzen Triebwagen, ne? Oh komm. Was jetzt halt? Lass mich mal raus. So entsteht die Liebe zum Fahrdienstleiter, oder? Was? Achso. Moment mal. In die Richtung? Oh, der fährt dahin, wo wir hingefahren sind. Das ist genau dagegen richtige Service. Das ist jetzt nach oben. So wie es aussieht, kommt dann hier gerade noch ein Service vorbei. Och man, jetzt sollte man da sein. Okay, Leute. Ich glaube, ich gebe euch hier mal einen kleinen Cut. Ich weiß nicht, wie lange das hier noch dauert. Und wie ich dann freie Fahrt habe, sehen wir uns hier gleich wieder. Also, bis gleich. Okay, Leute. Es sind jetzt noch weitere 10 Minuten vergangen und wir dürfen jetzt endlich fahren. Nee, das war jetzt lang. Für mich waren es keine ganzen 10 Minuten. Ich habe schon ein bisschen vorgespult. Aber trotzdem heftig. Ja, AD Fahrplan. So, gehen wir nach draußen für den Sound. Sehr nice. ABS. Das würde ich nicht verpassen. Ah, cool. Und das nächste rote Signal gerade wieder da vorne. Ja, da kriegt man Freude. Ja, ich glaube, als Lokführer ist es ganz gut, wenn man irgendwie was zum Lesen mit dabei hat. Oder zum Anschauen. Gerade wenn man so länger stehen bleibt. Ich habe da letztens in Facebook in der Gruppe gelesen, dass gerade im Güterverkehr das gar nicht mal so unnormal ist, dass man dann 4, 5, 6 Stunden wartet, bis man weiterfahren darf. Ey, das ist so heftig. Du bist die ganze Zeit in der Loki drin und kannst nichts machen. Weißt du, dich halt nicht rauslassen. Und dann aktiv Däumchen drehen. Aber wie ist denn das dann mit der Arbeitszeit? Also wenn du da so 4, 5 Stunden arbeitest, was heißt arbeitest, wenn du da halt da stehst, das ist doch Arbeitszeit, oder? Das gilt ja dann nicht als Pause. Glaube ich. Also, wenn du dann jetzt dann weitere 6 Stunden fahren musst, darfst du das oder musst du dann abgelöst werden? Wenn es jemand weiß, bitte gerne in die Kommentare da reinschreiben. Und der nächste halt.
Ach man, komm, lass mich doch mal da einfahren. Sicher dieser komische Intercity, der da vor uns jetzt da gefahren ist. Also ihr habt es nicht gesehen, ich habe ihn gesehen. Steht jetzt vermutlich da vorne. Kann eigentlich mal auf neutral gehen. So, da. Okay, Stellwerk, sag an. Was diesmal? Ja, ist der gleiche Intercity. Was war ja klar. Sieht man den da eigentlich? Nö. Ja, dann lass mich doch auf die Plattform einfahren. So viel Stellwerk. Doch schon längst frei haben. Ach ja, die Engländer. Da geht alles ein bisschen gemütlicher zu. Das ist so eine geile Konstruktion, bis ich das da mit dem Auspuff gemacht habe. Hast du eine andere Fahrtrichtung, darf man das Fenster nicht aufmachen. Das riecht bestimmt. Yeah, wir dürfen fahren. Wahnsinn. Wir haben Glück. Alles klar. Maximum Schmack ist da rein, bitte. Einfach mal 15 Minuten Verspätung. Aber da war teilweise so gut Luft zwischen den Services, dass der uns da nicht einfach vorher rein hat lassen. Da machen wir uns nicht der Vordienstleute. AK Stellberg hier. Ja, ein bisschen Gas können wir noch geben. Guten Tag. Liebe Leute, nächster Halt Airports Groove mit einer Verspätung von 15 Minuten. Ausstieg in Fahrtrichtung links. All Ihre Anschlusszüge sind bereits weg. Tut uns nicht leid. Ja, halte Tafel 4, bleiben wir da mal stehen. Ja, steht sogar da. 15 Minuten zu spät. Meine Damen und Herren, das ist ein Service nach St. Paddington Cross. Nächster Halt, St. Paddington Cross. Bitte alle einsteigen. Und zurückbleiben, bitte. Abfahrt. Ach so. Bremsen lösen, das wäre natürlich noch hitverdächtig. Sonst wird es noch ein bisschen schwierig hier. War ein bisschen zu früh. Ich denke mal, allzu weit dürfte es ja nicht mehr sein. Wie schön die auch da schön wackeln auf der alten Trasse hier. Na, nochmal ABS? Nö, Freifahrt. Sehr gut. Sind wir jetzt schon im vierten? Ja, sind wir. Ich
Ja, bis 60 wird sich nicht mehr reichen. Cinematic Shot vielleicht? Ja, wunderbar. Gut, dann bremsen wir mal langsam. Ah, ein bisschen schnell hier. Perfekt. Wenn das jetzt mal nicht sanft gewesen ist, dann weiß ich auch nicht. Oh, schön, dass ein bisschen was unterwegs ist. Hat ein besseres Feeling, wenn ein bisschen Verkehr ist. Aber Nebenstrecke hat schon auch was, gerade wenn es eingleisig ist. Außer eine Hauptstrecke, wenn du mit viel Verkehr hast, um was zu gucken. Ah, da vorne ist schon unser Halt. Mit einer Einfahrt 25, dann 10. Ja, ist der Fahrplan für den Rest des Tages gelaufen. Außer er hat eine große Pausezeit da bei St. Paddings Cross für die Rückfahrt. Moin, moin. Oh, einmal ABS wieder. Müssen wir jetzt vor St. Petersburg Schloss auch nochmal anhalten? Ist das jetzt so? Heute habe ich wirklich kein Glück mit dem Fahrplan. Dann bremsen wir halt mal ein bisschen. Das ist so eine mega lange Kombi da von dem Triebwagen da. So, gehen wir mal auf neutral. Oh, ich hab grün! Oh mein Gott! Gehen wir nicht. So, nochmal Gas geben. 25. Boah, aber das Signal sieht man richtig spät wegen der Brücke da. Mit 10 km/h die Einfahrt hier, weil Kopfbahnhof. Naja, kann man rollen lassen. Muss man jetzt nicht so genau sehen hier. Und ich glaube, das war dieser Arschservice, wegen wir jetzt dem so spät gewesen sind. Aber er könnte auch der gewesen sein. Die schauen beide gleich aus. Ah, da hinten ist ja noch einer. In Blue. Ja, ich muss sagen, mal wieder mal schön eine kleine Fahrt hier zu machen. Ich hoffe, das hat euch aufgefallen. Und wenn dem so ist, lasst doch mal einen Daumen nach oben da, vielleicht einen Kommentar. Und wer es noch nicht hat, wäre ein ganz cool, ein Abo. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns schon bald. Und wenn ihr Bock habt, kommt auf unseren Discord-Server. Link ist in der Videobeschreibung. Bleibt mir noch sauber an. Lassen die Leute aussteigen.